Moin meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Ich habe jetzt gut 2 Wochen fast nicht gespielt, zumindest nicht das hier, weil ich unterwegs war und ja. Ich habe noch ein bisschen gebastelt, was den Greenscreen betrifft. Ich habe gerade gut 2 Stunden damit zugebracht, mit Beleuchtung und allem Möglichen zu arbeiten und zu basteln. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Falls nicht, seht ihr das Ergebnis da unten in der Ecke. Falls doch, seht ihr das Ergebnis ebenfalls dort. Ich weiß nicht mehr, was hier Sache ist. Wir müssen mal gucken. Ich weiß, dass wir kurz vor 3 statt waren und dass uns Punkte fehlen, die wir in der Tasche haben. Ich weiß nur nicht, wie wir sie an unseren Würfel weitergeben können. War doch so, ne? Ich glaube, das war der letzte Stand. Warum wir jetzt hier beim Upside-Down-Bürgermeister stehen, weiß ich auch nicht. Aber wir werden einfach mal weitergehen. Und mal gucken, wo wir hin müssen und überhaupt, ne? Game Master's Beard, what are you doing up here? What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. Ich bin Even. Kann ich ein paar Fragen stellen? It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay? But by the card makers, we can't have kids wandering around an active work site. Come on, get going, before my other side pitches in on what to do about you. Na, wenn er zu Hause bringen wollen würde, würde er aber weit laufen müssen. Hat er nicht gesagt, er beantwortet uns ein paar Fragen? Warum beantwortet er uns denn keine? Hey again, Even. You've been keeping safe, yeah? Ah, okay. Woraus besteht die Außeninnenstadt? Wer hat diesen Ort entworfen? Hast du meine Schwester gesehen, Ott? Sie sieht so ähnlich aus wie ich. Hast du zufällig ein paar Augen gesehen? Can't rightly say that I have. You missing some? Das ist ohne Kontext eine schöne Frage. Mir nicht, aber meinem Freund Sigmar. I'll keep a lookout, kid. Sorry about your friend. Do you know who took him? Leider nicht. Ich habe gehört, es war der Bürgermeister. Ich glaube, es war Retzimrik Rüb. das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass da irgendwie was fehlte. Da kann ich mich dran erinnern. Aber, hier. Oh, wouldn't surprise me at all. I trust that monster about as far as I can throw him. And you may have noticed he's a giant that I can throw approximately 0 centimeters, so. woraus besteht die Außeninnenstadt? All our raw materials come from one Croft Junkers. As bad as it is to be forced to hang upside down and work high above the ground, at least we don't have it as bad as those one towners, right? Wer hat diesen Ort entworfen? Well, that's our mayor. Well, part of him, anyway. William's been the driving force behind this, implementing the Queen's orders. I don't trust the man, but orders are orders, and everyone who's questioned William has, well, let's just say we're all afraid of heights. Ja, auf Englisch funktioniert das Ganze deutlich einfacher, ne? Mit Mayor und, ne? Als mit Bürgermeister. You're the first kid I've seen here on, what again I feel I must stress is an active construction site. Ich hab verstanden. Hier, ich pass schon auf. You'd better be, kid. Gut, dann bis später. Be safe out there, Even. Immer. I mean it. You're on a construction site. Ja, hab ich verstanden. Auf einer aktiven Baustelle. Come on, get going, before my other side pitches in on what to do about you. Ach schade, ich kann nicht dran vorbei. Na gut. Dann kommen wir hier nicht weiter. Konnte ich nicht irgendwie schneller laufen? Ah. Läuft sie schneller, bilde ich mir das ein. Bill Schweißling. Was spricht der da? Ja klar. Haben wir. Nein. Ja, das hast du wunderbar hergeleitet. Ritzimrik Grüb ist ein Trottel.
Ritzemre Grüb ist der Bürgermeister. Das ist unmöglich. Was? Oh, das spricht so langsam. Ja, die Zeit drängt. Ja. Los, Kian, ja, weiter. Gott, redet der langsam. Erinnert mich daran, dass wir mit dem nicht nochmal sprechen. Ist ja furchtbar. Dann wollen wir gleich mal weiter gucken. Ich wollte mal eben gucken, ob hier noch was zum Abschießen. Huch. Kann ich den da vielleicht? Nein, können wir nicht. Okay. Ich wollte aber gucken, ob hier noch irgendwie was... Da! Oh, kleiner Ruckler gerade. Oh, da oben ist eine Karte. Wie komme ich denn an die dran? So schon mal nicht. Kann ich da rüber? Nee, kann ich nicht. Wie komme ich denn an die Karte? Ich sehe auch nicht, dass wir da irgendwie später von oben dran kommen könnten oder so. Da ist ein Loch in der Wand. Nee, ist es nicht. Da steht aber auch noch was zum Abschießen. Na. Na. So. Wenn das weiter so ruckelt, muss ich gleich mal gucken, ob ich die Aufnahmequalität ein bisschen runterstelle. Wie komme ich an die Karte? Aktuell gar nicht, oder? Ich glaube aktuell gar nicht. Wir müssen versuchen, uns das zu merken für später. Da ist noch einer. Komme ich aber nicht dran. Komme ich da so dran? Sehr gut. Tja, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht gespielt habe, weiß ich natürlich nicht... Ach, hier hatten wir diesen ewigen Kampf. Ich erinnere mich daran. Der war ätzend. Ja, doch, da erinnere ich mich dran. Ich glaube, kurz danach habe ich aufgehört, ne? Ich bin der Meinung, ja. Dann laufen wir nochmal eben durch. Genau, hier waren wir eben. Hier ist der Typ, dann gehen wir nochmal in die Richtung zurück. Das ist aber verwirrend hier. Ah, da ist Dicey. Huch. Mit ihm oder ihr können wir nicht reden. Ist das Schmied? Nee. Ich dachte wegen der Zange, aber das sieht eher nach Maler aus. Aber keine Ahnung. Gut. Belohnung, ein Plakat. Zwischen den Zeilen dieses ansonsten wenig bemerkenswerten Plakats versteckt sich die Inspiration für Reime und Gedichte. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet? You simply have to try Crazy Cryptids Chopped Cheese Blue. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual bouquet. It's a nice turn of phrase. Okay. There. Ah, die Karte. Even had all the materials she needed to face Royam in a battle of rhymes. Oops. But did she have the skill? Well, there was only one way to find out. Ja, aber erst möchte ich die Karte haben. Tada! Märchenbuchseite. Gar keine Karte, sondern eine Buchseite.
Eine illustrierte Seite aus einem alten, verbotenen Märchenbuch. Hefte sie in Evans Ordner ab und sieh sie dir dort an. Das Märchenbuch. Die Seiten hatten wir schon. Und das hier ist die neue Seite. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir das nachher tatsächlich lesen können, ob wir da wirklich Text kriegen oder ob das einfach nur, weiß ich nicht, ob es halt nur die Bilder sind. Das ist nochmal spannend nachher. So, dann gehen wir hier jetzt mal weiter und gucken mal. Ups. Nee, Dicey wollte ich eigentlich nicht schicken. Zu dem anderen müssen wir zurück, oder? Das ist die Baustelle. Ich glaube, wir müssen zu dem Bürgermeister zurück. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht so verdächtig aus. Nein. Nö, nö. Gut. Dann gehen wir nochmal zum Bürgermeister zurück. Ja. Reimen sollen wir also, ja? She wasn't sure if she was ready. But on the other hand, she wasn't at all certain she'd ever be. So she did the only thing she could. She went for it. This is it, Evan. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Ich wusste nicht, dass es schon losgeht. Ich habe nicht so genau zugehört. Hier? Perfekt. Yes. Let us begin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from two towns. Schläfrigen Augen. Yes. Oh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon, who look forward to everything the mayor doth. Yes! There's no rule that says a poem can't talk up the poet some. Well done! Now, last verse. And we shall always swear by the two moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... Herz? Such perfect rhymes. For a perfect moon. I think I have it, yes. Well done, little poet, you have earned yourself quite a boon. Das war ja anspruchsvoll. Moment, wofür brauchst du das Gedicht überhaupt? Gern geschehen, wo, was auch immer nötig ist. Hier, da. Oh, I am constantly growing, building my body to become a real being. Poetry, on the other hand, this is what will truly separate me from my shallow other side. Ah, okay. Und meine Belohnung? Du hast gesagt, du gibst mir Sigmas Augen. Oh, but of course, I promise you, I will dig into that matter. Meanwhile, I want to give you something else. The highest honor in this land. I grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Okay. Gut, nicht ganz das, was abgemacht war, aber gut. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Hä? Warum kann ich das jetzt nicht? Ach, ich muss die Leiter runter, deshalb. Beautiful, I guess. In its own sort of strange way. Dicey fängt an zu sprechen. Das ist ja cool. Warum sagte sie denn nichts dazu? Ist doch voll cool. Hat er vorher noch nicht gemacht. Irgendwie habe ich immer so kleine Lags. Jetzt, wenn ich die Dinger abschieße, das ist merkwürdig. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich sehe da wieder eine Spielfigur.
dealt a bad hand, have you? Ah, never mind. Trade it in for a new one with me. Fuck. Was haben wir denn? Wie viel haben wir überhaupt? 1195. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Weich Eden mit ihrem Blinzeln durch Gegner aus, erleiden diese Schaden. Tickende Bombe, genau. Ich weiß nicht mehr, was wir haben wollten. Rot, wir haben auf irgendwas gespart, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr auf was. Wenn du ein Blinzelmanöver ausführst, verringert sich die Lebensdauer deiner Waffe. Der Geist von zwei statt. Für kurze Zeit nicht. So. Der Geist von Zweistadt manifestiert sich in Form eines Hammers. Drücke X, um zuzuschlagen, halte X für einen Schwingangriff. Nett. Aber ich finde den hier interessant. Da muss ich halt nur gucken, dass ich dann von Dicey wegkomme. Wobei der hier auch cool ist. Ich weiß aber nicht, ob wir den nicht schon haben. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Kann ich auch gerade nicht einsehen. Ich nehme den hier mal mit. Hallo? Ich möchte gerne die Karte kaufen. Ich will die Karte kaufen. Warum kann ich denn schon wieder nicht? Das hatte ich letztes Mal schon. Ah, Karte kaufen. Hilft die Maus vielleicht? Kann ich on the fly wechseln? Nee, kann ich nicht. Ja, ich möchte gerne die Karte kaufen. Die kostet doch nur 165, oder nicht? Kann ich auch nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Irgendwas, entweder missverstehe ich irgendwas, von wegen, wir haben schon so viele davon, aber das glaube ich nicht, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir die überhaupt schon haben. Zumindest halt die hier. Ja, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum wir mal was kaufen können und mal nicht. Das sieht nach einem neuen Kampf aus. So this was the famed second moon, Mayor Royam's masterpiece. It was actually kind of a trap. Aha. Als wäre das nicht klar gewesen. Wir haben eine Spielfigur. Kann ich hier noch irgendwas vorher machen? Warum kriege ich Zeit, mich vorzubereiten? Das ist merkwürdig. Das sieht so cool aus, ne? Das ist merkwürdig, dass ich Zeit kriege, mich vorzubereiten. Das war letztes Mal, glaube ich, nicht so. Aber gut. Wir müssen eine 1 würfeln. Das Rennen zu Retzengrüts Mond. Das Rennen zu Retzingrübs Mond. Bei diesem Brettspiel musst du mit der Spielfigur das letzte Feld erreichen und Retzingrübs Mond zerstören. Du musst drei Arenen meistern, um das Ende zu erreichen. Okay. Ab und an erscheint eine Karte, die ein Gegner entspringt. Ab und zu erscheint eine Karte, der ein Gegner entspringt, um deine Spielfigur aufzuhalten. Hast du diesen Gegner besiegt, verschwindet die Karte wieder. Betrittst du diese Plattform, bekommst du einen Einerbogen. Aha. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, fliegen einige Vögel mit Bomben über die Arena. Sie werfen ihre Bomben ab, wenn du unter ihnen stehst oder auf sie schießt. Aha. Okay. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Ach ja. Die Lexa war ein bisschen doof. Dann würfeln wir mal. So, eine 2, das ist gut. Einer Bogen. Die Spielfigur bewegt sich um ein Feld. Kann sie das denn schon? Ja, kann sie. Wo kommt sie dann drauf? Einfach auf ein leeres Feld. Was haben wir noch? Den Kartentoken, den können wir schon mal holen. Das Schwert. Bogen oder Schwert? Bogen oder Schwert? Bogen oder Schwert? Ich glaube, wir holen das Schwert. Ach, wir können beides sogar.
Spielfigur ein Fort, das kostet nämlich nichts, das habe ich nicht gesehen. Ja. Und dann nehmen wir den hier noch mit. Und dann hauen wir hier einmal drauf. Sehr gut, jetzt muss ich erstmal besiegen, bevor der weiter kann. Ja! Ich hab vergessen, wie ich ausweiche. Ah, so war das, okay. Seh nix. Ah ja, wir haben den Bogen. Gerade gekauft, schon wieder vergessen, ey. Gedächtnis wie so ein Sieb. Okay. So. Das kleine Biester, das nervt mich irgendwie, das ist so schnell. Aber ich glaube, wenn ich das umbringe, bringt mir das nichts, weil das direkt wieder spawnt. Sonst würde ich wirklich auf den hier konzentrieren und mich von dem anderen nicht erwischen lassen. Die Möglichkeit. Au. Okay. Der ist besiegt. Ja. Ich muss wirklich den zuerst erlegen. Ich wusste nicht, dass das noch da ist. Ich möchte aber eigentlich jetzt nichts nutzen, weil wofür? Was ist eigentlich auch egal, ne? Dann stellen wir einfach ein bisschen Gesundheit wieder her oder so und dann. Sehr gut. Das Viech jetzt tot? Ja, ist es. Dann hinterher. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Muss ich jetzt zwingend einen Bogen haben? Nicht euer Ernst. Das Schwert, das machen wir mal ein bisschen besser. Damit diese hier vielleicht direkt draufgehen und nicht noch so ein kleines bisschen Leben übrig haben. Sind das die Bomben? Ihr habt nicht gesehen, auf welchem Feld die gelandet ist. Da oben ist ein Bogen für mich. Nö. Aua. Alter. Chillt mal da oben. Alle beide. So, was haben wir im Angebot? Der Bogen. Jeder Kristall hat einen höheren Wert. Den nehmen wir mal mit. Wir haben gerade genug auf Tasche. Dann gehe ich mal auf den hier. Ich brauche halt den Bogen, ansonsten kann ich gegen die oben ja nichts ausrichten. Au. War ich zu übermütig. Haben und den darf ich auch noch haben. Ich könnte das Schwert jetzt noch mal komplett wiederherstellen. Au! Das
Vorsetzen der Spielfigur bringt mir gerade noch nichts, weil die eh blockiert ist. Die Waffe... Ich kann sie jetzt zurücksetzen. Ich war aber noch halb voll. Ich setze sie trotzdem mal zurück. Spielfigur vorsetzen, wie gesagt, bringt mir nichts, weil es blockiert. Leben brauchen wir gerade auch nicht so... Ja... Dann ich kann nicht sehen, ob sie trifft. Ich glaube ja. Noch nicht ganz tot. Ah! Ich brauche den Bogen. Ich weiß nicht, wie ich an die ohne Bogen rankommen will. Kann ich durch die Barrikaden durch? Ah, alright. Na gut, ich will nicht. Ah, runter, runter, runter. Ich krieg gerade gut was ab. Würfeltoken für eine Bombe, aber eigentlich will ich die gar nicht. Ich wollte eigentlich gerne mal hier rauf spazieren und den mal ein bisschen pieksen. So. Soll ich denn jetzt noch Zeit haben, auf die Dinger zu schießen? Ja, na klar. Au. Ich krieg die Würfelstücke auch, wenn ich die umbringe. Okay. Aber das Schwert ist gleich hinüber. Zeit ein bisschen verlangsamen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann ich die da schon mal so ein bisschen festsetzen. Während ich jetzt auch mal nach oben schleiche. Und wahrscheinlich unser Schwert jetzt kaputt mache. The blocking adversary has been defeated. The playing piece can now advance. Ich hab aber keine. Ah! Ich habe kein Schwert mehr, wollte ich sagen. Die Figur kann jetzt aber weiter. Das ist schon mal... Aua. Sehr gut. Ach, ich hab noch den blöden Bogen. Deswegen kann ich nicht, ne? Mal eben den Schutz holen. Sterben gleich. Ich kann wegen dem Bogen nicht auf die Kristalle schießen, richtig? Bubble that slows time has appeared. Toll. Aua! Komm schon! Oh. Ja, ich brauche irgendwie... Naja, wir haben ja noch ein bisschen Pfeile. Jetzt kann ich wieder auf die Kristalle schießen. Ich habe das überhaupt nicht gesehen mit dem Bogen. Das war jetzt echt blöd. Bitte mach eine 2, bitte mach eine 2, bitte mach eine... Ja, Gott sei Dank. Gut, wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen aber auch definitiv Leben. Bye, bye. The playing piece has broken through the wall. Sehr gut. Andere Viech ist weg. Das andere Viech ist weg. Die Würfelstückchen hier sammeln wir noch ein. Und dann geht's ins nächste Abteil. Ich hasse die Schießen mit dem Ton.
Warum sind die Biester denn so schnell? Autsch. Das war ganz, ganz beschissen. Kartentoken werden verringert. Das kann ich den hier mitnehmen und leben. Nein, mein Schwert ist hinüber. Eine Eins. Sehr schön. Einmal Schutz bitte. Einmal Spielchen vorsetzen. Ja, das ist gut. Und, tja, Leben oder Schwert? Leben oder Schwert? Schwert. Dann hier nochmal drauf. A slow time bubble has appeared. Yes, das ist schon das, was ich brauche ungefähr. Jetzt müssen hier nur auch noch alle reinkommen. Der Platz hier ist ein bisschen begrenzt. Na komm. Noch ein Schwert, das nehmen wir uns mit. Ich sehe nicht allzu viel. Ein Kartentoken mehr. Bringt mir das gerade was? Nee, ne? Nee, ich brauche das Schwert. Hilft alles nichts. Kann ich mir auch nichts mehr leisten. The playing piece has broken the bridge. Kleine Biester sind gar nicht so. Was wollte ich sagen? Schwer. Das wollte ich sagen. Die sind ja recht schnell hinüber. Was sind so viele davon? Ich brauche Pfeile, ne? Ja, da kommen endlich die Biester. Doch, da sind Pfeile bei, das ist gut. Kosten werden verringert. Kann ich mir jetzt nicht holen, weil ich auf jeden Fall die Pfeile brauche, die ich mir nicht holen kann, weil sie zwei kosten, wenn er eins gewürfelt haben. Aber wenn ich jetzt in einen ausgebe, dann sind die Pfeile auch nur bei eins, dann komme ich auch nicht weiter. Toll. Jetzt haben wir die Sprüche bevor. Das nehme ich gern. Und dann gucke ich mal. Ich habe ein bisschen Zeit, wie ich an denen da rankomme. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Das ist ja doof. Warum komme ich denn da? Ah, da gibt es einen Bogen. Gott sei Dank. Nearing the end of this board game now. Das ist gut. Aua. Ich war mir gerade sicher, dass er mich hier nicht treffen kann. Jetzt noch das Schwert kaputt, ey. Leute! Das war daneben, aber so richtig daneben.
blocking Komm enemy schon. Has oh. been defeated. The playing piece may advance. Los, geh weiter. Da war ein Schwert. Das hier brauchen wir. The playing piece has opened a doorway. Ja, dann komm. Aua. Ruhe. Mann, ey. Okay, ich mal eben gucken, dass wir uns den Schutz holen. Hier. Und das Leben. Das Ende? Oh, Gott sei Dank. Belohnung 175 Münzen. Tschüss, Mond. Whoopsie. Even had a feeling she had broken the moon. Whoopsie. And that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Whoops. Oh, feeling confirmed. Oopsie. Ew. Da steht jemand. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Sonst wird die Folge nämlich wieder so elendig lang. Ich habe hier bei dem Game irgendwie immer das Problem, dass ich zu lange am Stück spiele. Ja, dann, ne? Ja, das mit dem Mond, das war jetzt natürlich unglücklich. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, wir gucken in der nächsten Folge, wie der Bürgermeister darauf reagiert. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.